Robert Kubarik. Der Tod aus Ärztehand. Nach wahren Begebenheiten. Donnerstag, Arztzimmer, 15.07 Uhr. Im Arztzimmer wurden alle Themen des Tages, der Klinik, der interpersönlichen Beziehungen und der Weltgeschichte gerne diskutiert und manchmal gelöst. So war es auch diesmal. Was für ein schöner Tag heute, eröffnete Kurt die heutige Ruhepause. Alle genießen es, nur ich nicht. Ich habe wieder meinen Heuschnupfen. Das ist für einen Chirurgen besonders schlimm, wenn er den ganzen Tag im OP stehen muss, der Mundschutz bis über der Nase hört, die Nase läuft, und er kann sie nicht putzen, weil seine Hände steril bleiben müssen. Ich kann mich dann an die Operation kaum mehr konzentrieren. Ich bedauere dich nicht, Kurt. Das hast du dir beim Fischen mit dem Palak selbst angeangelt. Nein, angeschleimt. So sollte ich es besser nennen. Stach ihn Erika mit dem Finger in die Rippen. Wenn du Heuschnupfen hast, musst du Antiallergika nehmen. Dann bin ich aber bei den Operationen umso müder. Und dann kann ich mich noch schlechter konzentrieren, als ohne sie. Ich darf doch keinen Fehler machen. Den Staatsanwalt würde mein Heuschnupfen später überhaupt nicht interessieren. Dann nimm doch das Cortison. Das macht dich nicht müde, schlug Helga vor. Von dem Mangel am Schlaf, von ständigem Wecken bei den Nachtdiensten und Bereitschaftsdiensten bin ich jetzt schon müde genug. Ich habe die Chirurgenkrankheit, Magengeschwüre von zu viel Stress und wenig Schlaf. Das Cortison könnte hier gefährlich werden und sogar einen Magendurchbruch verursachen, verneinte Kurt ihren Vorschlag. Und was machst du denn? Schüttelte Helga mit dem Kopf. Mir die Nasenlöcher mit einer Watte tamponieren und nur durch den Mund atmen, antwortete Dr. Pohl. Dann spüre ich aber zunehmend Druck in der Nase und dann im Kopf. Ich kann mich auf die Operation also sehr schwer konzentrieren, egal was ich tue. Ja, wir haben eine große Verantwortung und um uns kümmert sich keiner, sagte Frau Dr. Werner verbittert. Mir knurrt den Magen, gab Helga nun auch ihren Leiden bekannt. Ich habe Hunger, dass ich sogar in der Krankenhauskantine essen könnte. Kennt ihr die Kulaida? Die böhmische Pilzsuppe? Bald wachsen die besten Steinpilze dafür, versuchte Frau Dr. Samans eine leichtere Note in die Unterhaltung zu bringen. Einfach Kartoffeln mit geschnittenen Champignons oder Steinpilzen zusammenkochen, zum Schluss die Kartoffeln mit einem Stampfer zerdrücken, Salz und viel Sahne dazugeben. Ein einfaches Rezept, aber es schmeckt köstlich. Die Geschichte mit dem vergessenen Präservativ gestern war sehr lustig. Wenn wir aber schon bei den Gynäkologen sind, blieb Dr. Pohl trübselig. Sollten wir von ihren wirklichen Todesfällen reden? Die sind nicht mehr so lustig. Eher umgekehrt. Was meinst du? Fragte Roland. Gut. Ich sage es euch. Ich weiß noch etwas von Palak. Er hat es mir beim Fischen erzählt. Aber ich musste ihm versprechen, dass ich es keinem weiter erzählen werde. Also behaltet ihr es für euch. Warum so viel Geheimniskrämerei? Wunderte sich Erika. Weil auf die Gynäkologen, respektive auf die Palax-Klinik, rückwirkend viele Prozesse, mit riesigen Schadenersatzsummen und schlechter Presse kommen würden. Dann könnte er seine Klinik sofort schließen. Darum will er das still regeln, bevor es öffentlich bekannt wird, solange er nicht rechtzeitig aufrüstet. Erst dann wird er einen klaren Unschuldnachweis haben, und vor allem, es werden weniger Frauen hier sterben. Was ist da los bei den Gynäkologen? Fragte Helga interessiert. Es geht um die postoperative Thromboembolien. Manche enden ja mit einer schweren Behinderung, oder gar tödlich. Das wissen wir, sagte Roland. Das kommt immer wieder vor. Es sind richtige Tragödien für die Familien der Frauen. Wie die von vorgestern. Bei ihr wurde die Gebärmutter entfernt, die Operation verlief gut, doch am nächsten Tag war sie tot. Die Operation ist gelungen und der Patient ist tot. Das passt zu dieser Geschichte. Sie hinterließ mehrere kleine Kinder. War sie nicht heparinisiert?
zweifelte Frau Werner. Das ist das Verrückte daran. Alle werden heparinisiert, exakt nach den Richtlinien. Und trotzdem sterben manche von ihnen. Das ist ihr Schicksal. Wenn man in gut durchblutetem, parenchymatösen Gewebe operiert, ist das Thromboserisiko sehr groß. Das ist eine Binsenwahrheit. Die habe ich schon an der Uni gelernt, erklärte Roland. Nein. Es hat sich eben gezeigt, dass es kein Schicksal ist, und dass nicht mal die Unis Bescheid wissen. Das parenchymatöse Gewebe haben doch alle operierten Frauen nicht. Diejenigen, die nach der Operation sterben, genauso wie diejenigen, die sie überleben. Und heparinisiert und beingewickelt werden auch alle gleich. Also daran kann es nicht liegen. Das war nur eine willkommene Ausrede, mangels besseren Wissens, erwiderte Kurt. Nun sag schon, forderte ihn Helga auf. Die Wahrheit ist, dass viele Frauen von den operierenden Frauenärzten regelrecht getötet werden, und keiner wusste das bis jetzt, ließ Kurt seine Bombe hochgehen. Was? Fiel Frau Dr. Werner das Kinn herunter? Wieso? Weiteten sich Helgas blauen Augen breit. Ihr habt es richtig gehört, sagte Dr. Pohl. Die postoperative Thromboembolie ist in vielen Fällen nur ein unnötiger Tod aus der Ärztehand. Und das Schlimme daran ist, dass es die meisten Täter nicht einmal ahnen, obwohl es so logisch und so einleuchtend ist. Und keiner tut etwas dagegen? Wunderte sich Roland. Einer tut was, aber seine Warnung wird ignoriert und es werden ihm Knüppel unter die Füße geworfen. Wie hat es der Palak erfahren? Wollte Erika die Details wissen? Von einem jungen, aufmerksamen Assistenten der Gynäkologie, von Dr. Kovarik. Er soll es herausgefunden haben. Und das soll ich dir glauben? Ein junger Assistenzarzt entdeckt das, was die Uniprofessoren mit ihren Forschungskliniken Jahrhunderte nicht entdeckt haben. Zweifelte Erika seine Aussage an. Ja. Die Weisheit ist nicht an den Professorentitel geknüpft. Aber vielleicht wollten die Entscheidungsträger im Gesundheitswesen die Wahrheit gar nicht herausfinden, eher unterdrücken, weil sie eigene rückwirkende Haftpflichtprozesse fürchten. Wie es damals auch mit der heute so üblichen Desinfektion auch der Fall war. Der österreichische Kollege Semmelweis hat damals entdeckt, dass in den Unikliniken die Frauensterblichkeit an Wöchnerinnenfieber nur deswegen viel höher war, als anderswo, wo Frauen ganz ohne ärztliche Hilfe entbanden, weil die Uniärzte von vorherigen Leginsektionen unmittelbar zu einer Geburt eilten, ohne sich die Hände zu waschen oder ihre vom Blut und Eiter verschmierten Kittel zu wechseln. Aber anstatt, dass seine Erfindung einer Desinfektionslösung von seinen damaligen Kollegen mit Begeisterung aufgenommen wurde, und Frauenleben durch einfaches Händewaschen gerettet wurden, haben seine Kollegen ihre rückwirkenden Haftpflichtprozesse gefürchtet, seine Wahrheit boykottiert, und ihn bis an das Ende seines Lebens unerbittlich verfolgt. Heute wissen wir, dass Semmelweis recht hatte, trug Roland vor. Und heute? Weil die Thromboembolien heute genauso wie damals ausgerechnet an den Unikliniken und in den sonstigen Ausbildungszentren vorkommen, passiert dasselbe. Die Entscheidungsträger haben ihren guten Grund, die eigene Schuld am Sterben der operierten Frauen zu vertuschen, ja unter dem Schutzmantel des vermeintlichen Schicksals sogar weiter zuzulassen. In der Menge der Sterbensfälle in allen Kliniken, die das Sterben Jahr für Jahr als unausweichlich erscheinen lässt, sehen sie ihren eigenen persönlichen Schutz. Ja, sie vertuschen es aus Selbstschutz. Es ist daraus inzwischen ein Teufelskreis geworden, der keiner durchbrechen wagt, sagte Kurt. Und deshalb werden wir Frauen weiter getötet? Aus Feigheit oder Dummheit der Verantwortlichen? Wo ist die Ärzteethik? Fragte Helga. Das wissen wir selbst. Aus der Schreckenherrschaft der Palak-Klinik, was für uns Ärzte selbst mehr zählt. Ob das Wohl unserer Patienten, oder unsere eigene Haut. Wir sind auch nur Menschen, die ihre eigenen Ängste und finanzielle Schwierigkeiten haben. Keine Halbgötter. Das ist nur unsere Schutzpose. So sieht uns nur die laienhafte Öffentlichkeit. Mischte sich in die Diskussion die verbitterte Stimme Erikas. Also darüber möchte ich mehr wissen. Wie können Frauenärzte die ihnen anvertrauten Frauen töten, ohne es manchmal überhaupt zu wissen? Drängte Helga den Pohl zu einer klaren Aussage. Palak sagte mir nichts Genaueres,
Also suchte ich den Kollegen Kovarik auf und wollte es von ihm selbst hören. Der Kaffee in den Schalen wurde kalt. Alle warteten wie gebannt auf die Lösung dieser unglaublichen Geschichte. Dr. Pohl erzählte. Kollege Kovarik wunderte sich schon über die vielen Lungenembolien in der Gynäkologie, bis er einmal ein Schlüsselerlebnis hatte, das ihm die Augen geöffnet hat. Er hatte eine Frau aufgenommen, die riesige Angst vor der Operation hatte. Sie sollte am nächsten Tag operiert werden. Dr. Kovarik hatte gerade einen erschöpfenden Nachtdienst hinter sich, mit mehreren Kaiserschnitten und Entbindungen nach einem ebenso anstrengenden Arbeitstag im OP, mit Gebärmutterentfernungen, Wertheimen, Eierstockentfernungen und Bauchspiegelungen. Ohne eine Erholungspause wurde er erneut zu einer OP ausgeschrieben, wie es auch bei uns der Regelfall ist, und musste auch am nächsten Arbeitstag voll assistieren. Er tat es nur widerwillig, weil er äußerst müde war. Aber er musste mit operieren. Es gab auch nicht viel zu tun für ihn, weil er erst kurz in der Ausbildung war, und so sollte er nur Haken oder Fäden halten. Dafür aber stundenlang. Operiert haben die anderen zwei. Alles schien gut zu laufen und korrekt zu sein, auch die Heparinisierung und das Beinwickeln vorher, während der Operation und auch danach, doch die Frau verstarb wenige Stunden später. Warum? Hauchten alle fast gleichzeitig. Diese Frage hatte sich Kollege Kovarik auch gestellt. Er dachte schon an ihre Psyche und negative Wirkung der Stresshormone, weil die Frau so viel Angst hatte. Dann ist ihm auch die Esoterik eingefallen, weil die Frau starb, als er sich für ihre Operation geistig negativ belegt fühlte, und er vermutete, wissenschaftlich oder unwissenschaftlich, irgendwelche negativen Schwingungen auf sie übertragen zu haben, als er ihre Beine, zwischen welchen er als Assistent stand, berührte. Da bin ich aber gespannt, was du im Ärmel hast, Kurt. Schmunzelte Frau Werner ironisch. Eines schlaflosen Nachts, jahrelang später, als er immer noch mit einem unklaren Schuldgefühl der Mitbeteiligung an den Tod dieser Frau und ihrer vier vermissten Kinder dachte, fiel ihm die Lösung wie von selbst ein. Er war schockiert, weil sie so simpel war, wie auch deren Abhilfe dazu. Ich kann mir den Blödsinn nicht länger anhören, Kurt. Du scherzt. Wenn du nicht gleich zur Sache kommst, gehe ich meine Runde machen. Hatte Erika schon genug von seiner künstlichen Spannungserzeugung? Er hat sie getötet. Er selbst. Ohne dass er es wollte. Er schlug Kurt alle im Arztzimmer mit dieser ungeheuren Behauptung. Und vor ihm, und nach ihm, taten es viele andere auch. Auch die wollten nicht töten, doch sie taten es trotzdem. Und es wird gerade in diesem Augenblick wieder irgendwo getan, und es würde auch morgen eine Frau wieder sterben. Die Hauptschuld liegt an dem, was man vor Jahrhunderten irgendwann einführte, auf was man sich inzwischen gewöhnte und was man ohne nachzudenken heute noch überall in den Kliniken verwendet. An den Beinhaltern nach Göpel. Das verstehe ich nicht. Die sind doch in Ordnung, sagte Helga. Sie stehen in jeder Frauenarztpraxis und dort passiert nichts. Das haben bisher alle auch gedacht. Aber denkt einfach selber. Es ist ein Unterschied zwischen einer kurzen Untersuchung einer wachen Frau, die ihre Beine bewegt, und einer langen Operation an schlafender Frau, die ihre Muskelpumpe durch tiefe Narkose ausgeschaltet hat. Ihr habt doch die Physiologie studiert oder habt ihr damals gepennt? Eigentlich muss jetzt schon, nachdem ich euch alles Notwendige sagte, jedem Medizinstudenten klar sein, worum es geht. Und doch gibt es bis heute keine Richtlinie, die an die Gefahr der üblichen Beinhalter nach Göpel aufmerksam macht und vor ihrer Benutzung warnt. Frau Dr. Werner kehrte zu ihrem Stuhl zurück. Sie wurde plötzlich wie ausgewechselt aufmerksam. Ich beginne zu ahnen, worum es geht, Kurt. Das wäre schrecklich. Wie du sagst, Erika. Es ist schrecklich. Keiner im OP kann es kontrollieren. Nur der Täter selbst weiß, ob er das tut oder nicht. Eigentlich wäre das ein Stoff für einen Kriminalroman mit einem vollkommenen Verbrechen, das keiner entdecken kann und will. Ich sehe schon den Titel, Der Tod aus Ärztehand. Da hast du recht, Kurt, wenn es das ist, was ich ahne. Der Operateur und sein erster Assistent können nicht kontrollieren, was der zweite Assistent tut, weil sie nur auf das Operationsfeld konzentriert sind, und sie während der Operation höchstens auf ihre eigene Finger achten. Und die Operationsschwester kann es auch nicht sehen, Erika, weil sie nur auf den Instrumententisch blickt und auf jedes Wort und jede Handbewegung der Operateure achten muss. Ihr Blick und ihre Aufmerksamkeit sind tunnelartig eingeengt. Und der Anästhesist, der eigentlich als Hauptverantwortlicher auf das Nebengeschehen im OP aufpassen muss, der kann auch nicht sehen,
weil er viel zu tief und hinter einer Tuchsperre sitzt, um etwas zu merken, und sich vor allem auf die Reaktionen der Pupillen der Patientin und seine eigene Instrumentenanzeige konzentriert. Übertrafen sich Frau Dr. Werner mit Herrn Dr. Pohl gegenseitig. Andere schauten ihnen nichtsahnend mit offenem Mund zu. Und auch wenn es schon eine Richtlinie gäbe, und alle es bereits wussten und beobachten wollten, sie könnten es gar nicht merken, jubelte Kurt, glücklich, dass er den anderen seine Fachqualitäten zeigen kann. Weil alle mit OP-Textil bis zur Unkenntlichkeit vermummt sind. Vor allem der zweite Assistent, ergänzte Frau Dr. Werner in seltener Übereinstimmung mit ihrem Feind Dr. Pohl, jubelnd, nun wissend, dass sie es richtig herausgefunden hat. Und es gibt keinen Drucksensor in der entscheidenden Auflagestelle. Was ist also bei den Gynäkologen im OP los? Konnte ihre Spannung Frau Dr. Samans nicht länger aushalten. Der zweite Assistent steht doch zwischen den angewinkelten Beinen der Frau. Klar, Helga? Begann der wahrscheinlich künftige Oberarzt Dr. Pohl zu erklären. Ja, das weiß ich. Und er ist oft sehr, sehr müde und erschöpft, weil er als Neuling die meisten Nachtdienste und mehr Arbeit schmeißen muss, auch klar? Nichts Neues. Gut. Und er muss stundenlang Haken und Fäden für die andere Operateure auseinanderhalten. Weißt du, Helga, was er fühlt? Schmerzen in seinen Schultern, das kennt jeder von uns. Und was sind die auf den Beinhaltern aufgelegten Beine der operierten Patientin einige Zentimeter unter seinen Ellenbögen? Krücken. Ja. Die Beinhalter nach Göpel sind nichts anderes als eine Art Krücken, die sich ihm spontan zur Entlastung bieten und den Todesdruck zulassen. Der Arzt braucht dringend eine Entlastung, das kann man ihm nicht mehr übeln, weil er sonst seine Arme nicht stundenlang in der Luft halten kann. Und was macht er damit? Bewusst. Bewusst oder unbewusst, für die tote Frau macht es keinen Unterschied. Sich abstützen. Na siehst du. Richtig. Und was macht das? Den Todesdruck. Und was noch? Die Verletzung des Gewebes durch die Schnitte setzt viele Blutgerinnungsaktivatoren ins Blut frei. Na siehst du, Kollegin Samans, wie gut du logisch denken kannst. Und was macht die narkotisierte Patientin mit ihren Beinen? Nichts doch. Sie schläft und bewegt sie nicht. Ja, es gibt keine Muskelpumpe, und die vorgeschriebene Bandagierung der Beine wird durch den Druck des Arztes in der Höhe der weichen Kniekehlen außer Kraft gesetzt. Ah ja, das ist klar. Wie lange dauert die Operation, zum Beispiel eine Gebärmutterentfernung oder ein Wertheim? 40 Minuten die Gebärmutterentfernung und die Krebsausräumung mehrfach länger. Und was passiert mit dem nicht fließenden, gestauten Blut voll von gerinnungsaktiven Substanzen in beiden Unterschenkeln und Füßen? Es gerinnt wie ein Pudding. Und was passiert am Ende der Operation mit der Frau? Sie wird vom OP-Tisch auf ihr Bett verlagert. Richtig. Und wo wird sie dabei gefasst? In den Kniekehlen und an den Unterschenkeln. Ja. Und was bekommt die Frau, wenn ihr zur Grütze geronnenes Blut aus beiden Unterschenkeln und Füßen in den großen Blutkreislauf auf diese Weise regelrecht herausmassiert wird? Eine Lungenembolie. Na siehst du, wie einfach das ist. Du hast es verstanden, Helga. Die Verantwortlichen in deutschem Gesundheitswesen aber immer noch nicht. Wieso? Du hast doch recht. Es ist so logisch, dass es uns nicht schon früher eingefallen war. Ich selbst habe es am eigenen Leibe erlebt. Erinnerte sich plötzlich Helga. Das machen nicht nur Ärzte, sondern alle. Auch die Krankenpfleger, und sogar die von der Anästhesie. Als ich das letzte Jahr meine Ausschabung hatte, wurde ich zeitig auf den OP-Tisch aufgelegt. Das wird mit allen Operierten so gemacht. Sie werden für den Operateur vorbereitet, damit er keine Zeit verliert und nur von einem OP-Tisch zu dem anderen springen kann. Die Operation im Nebenraum verzögerte sich aber länger als alle dachten. Es kamen immer wieder neue Komplikationen. Wir dachten ständig, dass der Operateur gleich käme, und so lag ich da, Beine hoch. Es dauerte eine lange Stunde, bis er endlich frei war. Ich lag da die ganze Zeit zugedeckt, mit den fast eingeschlafenen Beinen schon oben in den Beinhaltern. Die freundlichen Krankenpfleger wollten mir die Wartezeit wenigstens mit einer Plauderei verkürzen, um mir die Angst vor dem Eingriff zu nehmen. Sie standen da, machten ihre Witze und stützten sich die ganze Zeit auf einem meiner Beine.
Das ging bei dir noch gut, Helga, weil du noch wach warst und konntest ab und zu mit den Beinen bewegen und die Ausschabung dann nur wenige Minuten dauerte. Aber dein Fall beweist die todbringende Routine in unseren OPs, von der keine narkotisierte Patientin je erfährt und die nur die Insider sehen oder auch nicht sehen und von der auch heute geschwiegen wird. Und jetzt? Jetzt ist das noch wichtig, Helga. Fällt dir ein, was man dagegen machen kann? Eine neue Richtlinie? Keiner darf die Beine der Patientin berühren. Insbesondere nicht der Assistent, der zwischen den Beinen während der Operation steht. Wie willst du es ihm in Wirklichkeit verbieten, wenn er so müde ist, oder wenn seine Aufmerksamkeit von dem dramatischen OP-Geschehen abgelenkt wird, und wenn ihn ohnehin keiner kontrollieren kann, nicht einmal er sich selbst? Man darf sich auf ihn alleine nicht verlassen. Es wäre fahrlässig, die Schuld nur ihm anzulasten. Und es wäre unprofessionell, laienhaft. Man muss es technisch verhindern. Einen wirksamen Schutz für die Frau machen. Das wäre professionell. Und gerade das ist das, was der Gynäkologe schon entwickelt hat. Ein preiswerter und einfacher Distanzhalter, eigentlich ein umgekehrter Beinhalter nach Göpel, der für jeden OP-Tisch sofort nachgerüstet werden und an jedem System der Beinstützen montiert werden kann. Damit wäre das Problem ein für allemal gelöst. Dann würde sich auch der müde Kollege gefahrlos nach Lust und Laune abstützen können und doch wird er die Beine der operierten Frau niemals berühren und ihr unkontrolliert den Tod bringen. Der elegante Unschuldbeweis für die Kliniken und operierende Ärzte wäre da. Unglaublich. So einfach und preiswert kann man das Leben retten. Es geschieht nicht nur hier, bei uns, sondern in allen anderen Kliniken in Deutschland, was sage ich, in Europa oder in der ganzen Welt. Kennst du die Zahlen? Der Frauenarzt hat sie von dem Deutschen Statistischen Amt erfahren. Wir sprechen hier über etwa 1.500 schwerer postoperativen Thromboembolien nur in der Gynäkologie und nur in Deutschland pro Jahr. Dieselben Beinhalter werden aber auch bei uns an der Chirurgie oder Urologie gebraucht und in der Welt. Was war mit dem Distanzhalter weiter? Das Ganze ist ganz simpel. Nicht. Palak hat sie schon bei uns montieren lassen. Er ist nicht dumm. Warum soll er sich auf die unberechenbare Gunst oder Missgunst seines letzten Assistenten verlassen, wenn er das technisch verhindern kann? Logisch. Wenn er den Assistenten auf seiner Abteilung entwürdigen und beleidigen würde, wie er es gerne tut, dann wird dieser sich an ihm vielleicht rächen wollen. Hat er böse Absichten, kann er es unentdeckt tun und somit den Chef elegant loswerden, denn der muss letztendlich seinen Kopf dafür hinhalten. Weil es kein Drucksensor gibt, der den Druck zwischen dem Ellenbogen des Assistenten und dem Unterschenkel der Frau überwacht, und dieser Bereich für alle anwesenden Personen durch OP-Tücher vollkommen verdeckt ist, bietet es Stoff für einen Kriminalroman. Die Reihe der Thromboembolien würde nur dem Chef angelastet und ihm den Kopf kosten. Jetzt, wo wir darüber sprechen, stirbt mehr als nur eine Frau an dieses Problem täglich. Trotzdem sehen die deutschen Aufsichtsbehörden keinen Grund, auf Kovariks Meldung endlich entsprechend zu reagieren. Unglaublich. Du sagst es. Kovarik hat sogar einen ersten Prototyp auf eigene Kosten herstellen lassen. Er hat es in der zentralen Zeitschrift NTD veröffentlicht. Dann aber haben sich die Kliniken darum gerissen? Nicht? Nein. Keine einzige Klinik, kein Professor, kein Amt. Kein Klinikdirektor, kein Arztdirektor, kein Chefarzt und kein Billigarzt wollte mit dem Kauf dieses simplen und preiswerten Distanzhalters das Töten in seinem Verantwortungsbereich wirksam unterbinden. Sie stecken lieber den Kopf in den Sand, in der Hoffnung, es auszusitzen, solange sie noch tätig sind. Vielleicht spielte hier ihr schlechtes Gewissen, und vielleicht auch etwas Neid darauf, nicht selbst gekommen zu sein, eine gewisse Rolle. Und Palak? Wie ich schon sagte. Der hat es kapiert und für seine Klinik sofort für den preiswerten technischen Unschuldnachweis gesorgt und verhindert damit, dass seine Assistenten aus Unvorsicht seinen Patientinnen schaden können. Denn wenn es mal allgemein bekannt wird und die Hinterbliebenen ihre Schadenersatzforderungen geltend machen werden, würde eine Prozesslawine auf die Kliniken kommen. Unsere Klinik wird dann einen Vorteil haben und einen besseren Ruf bekommen. Das bringt ihm mehr Patienten und den anderen Kliniken, die in Verruf geraten werden, weniger. Ich lese euch dies vor.
Dr. Pohl griff in seine Manteltasche, zog ein Stück Papier heraus, öffnete es und zitierte. Aus juristischer Sicht tragen nach der Rechtsprechung des BGH die Krankenhausträger und die behandelnden Ärzte die Beweislast dafür, dass der Patient zur Vermeidung von Lagerungsschäden sorgfältig und richtig auf dem Operationstisch gelagert wurde und dass die Operateure dies kontrolliert haben. Die Idee mit dem Distanzhalter zur Vermeidung der postoperativen Thromboembolien ist gut. Die professionell ausgereifte Lösung kann nur eine modernere Technik bieten. Die Frauen wollen am Leben bleiben auch dann, wenn ein müder Arzt sein Verhalten eventuell nicht kontrollieren kann. Was nutzt der betroffenen Frau, dass man die Ärzte der Klinik wegen ihrem vermuteten falschen Verhalten anklagen kann, wenn sie schon tot ist? Hat Herr Doktor Kovarik die Hersteller der Beinstützen nach Göbel informiert und ihnen den Distanzhalter angeboten? Ja. Er hat die Chefs folgender Firmen kontaktiert. Bumaba, Schmitz, Makuet, Trumpf, Ramet und Elumet Vertrieb Lukas. Alle zeigten kein Interesse, etwas an ihren Produkten zu ändern. Es ist nicht klug, die schlechte, veraltete Technik auf Kosten ihrer Anwender zuzulassen, sondern die Frauen mit einer besseren Technik zu retten. Wer das nicht tut, handelt fahrlässig, meine ich. Natürlich. Nur dann kann die Tötung der operierten Frauen durch ihre Ärzte ein für alle Male aufhören, anstatt sich auf ein kaum kontrollierbares Verhalten und Gnade der noch unerfahrenen Assistenten zu verlassen, und so die Zwischenfälle billigend in Kauf zu nehmen. Das ist also jedem Medizinstudent nach der Insider-Enthüllung und Entwicklung des Distanzhalters jetzt klar. Nicht so den Verantwortlichen in Deutschland, obwohl ihnen der Erfinder diese Problematik und ihre Lösung bereits auf dem silbernen Tablett serviert hat. Was meinst du damit? Hat Kollege Kovarik die Ärzte und ihre Vorgesetzte informiert? Ja. Trotz vieler seinen Briefen aus Insider-Sicht, also von jemanden, der solche gefährlichen Situationen persönlich mitbekommen hat, war es scheinbar nicht einleuchtend für die meisten operierenden Kollegen, nicht für einige betroffenen Klinikchefs, nicht für einige angesprochenen Professoren der Unikliniken, wie zum Beispiel die Sicherheitsbeauftragte Frau Prodekanin der Medizinischen Fakultät der Universität Wittenherdecke, die nicht einmal geantwortet hat. Er sollte es an den Präsidenten der Bundesärztekammer schicken. Das hat er getan. Der Präsident der Bundesärztekammer fühlte sich nicht zuständig zu helfen. Dann sollte Kovarik die gynäkologischen Verbände informieren. Auch das hat er getan. Für den Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie stellte sich das Problem überhaupt nicht. Er verlangte nach Studien, als ob er nicht selbstständig denken könnte. Mit dem ungesättigten Zauberwort Studien kann man bekanntlich nach Belieben jedermann Mund schließen. Der Präsident des Berufsverbandes der Frauenärzte e.V. hat ebenfalls nicht einmal geantwortet. Das glaube ich nicht. In Deutschland gibt es doch so viele Sicherheitsvorschriften und Institutionen, die über die Sicherheit wachen. Wachen sollten. Es gibt doch Institutionen, die für die medizinische Technik zuständig sind. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, BfArM, sah keinen Handlungsbedarf hinsichtlich korrektiver Maßnahmen an Medizinprodukten im Sinne der Medizinproduktsicherheitsplanung. Der IMDI, Deutsches Institut für medizinische Dokumentation und Information, IQVG, Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, Zentralvereinigung medizinisch-technischer Fachhändler, Hersteller, Dienstleister und Berater e.V., die alle ließ es kalt. Und was wäre, wenn Kovarik den Regierungspräsidenten informieren würde? Der Regierungspräsident Köln hat es an seine zuständige Stelle weitergeleitet. Die Antwort könnt ihr schon denken. Das erhöhte Thromboserisiko bei Operationen ist keinesfalls einem Mangel irgendeines Lagerungsproduktes zuzuschreiben. Und die Verantwortung für den Tod wird ausschließlich dem OP-Personal angelastet. Wie wäre, wenn er sich direkt an die Krankenkassen wenden würde? Sie haben doch die Kosten für die Behandlung der gesundheitlichen Folgen zu tragen. Nur falls es die Frauen überleben. Bei den toten Patientinnen ist es ihnen anscheinend egal. Der KKH waren die nur 20 Fälle pro Jahr bei ihren Versicherten viel zu wenig, als dass sie für die Abhilfe mit dem Finger rühren wollte. TKK, AOK, IKK und Barmer Ersatzkasse haben gar nicht geantwortet. Ich würde mich direkt an das Gesundheitsministerium wenden. Auch das würde dir nicht helfen.
Der Erfinder hat es sogar der Bundesministerin für Gesundheit direkt in die Hand gegeben. Es war bei der Velver-Gründung am Burg Stolberg bei Aachen. Sie versprach eine schnelle Antwort, doch die kam nie. Dann bleibt nur noch die Presse übrig. Die wird sich dieses Skandals sicherlich gerne annehmen. Du Naiver. Die Presse bringt ihre sogenannten objektiven Artikel meist nur im Rahmen der verdeckten, bezahlten PR-Aktionen. Die unbezahlte Wahrheit ist kaum interessant. Insbesondere, wenn sie viel zu brisant ist, wie diese. Stern TV, Aachener Zeitung, Fokus Redaktion, sie alle wurden von dem Erfinder angeschrieben, ohne dass eine Reaktion von ihnen kam. Die Journalisten haben wahrscheinlich die verantwortlichen Professoren von den Unis gefragt und es ist klar, welche Antwort sie von ihnen bekamen. Dass der Kovarik spinnt. Dabei ist das Problem aber nicht neu. Früher hatte man sich darüber mehr Gedanken gemacht als heute und kannte dieses Problem bereits. Professor Klaus Göcke aus Aachen hat die Bedeutung des Distanzhalters unterstützt und erzählte, wie die Beine einer operierten Frau früher am Rücken des Assistenten gebunden wurden, nur um die Beinhalter nach Gürtel nicht gebrauchen zu müssen. Andere Professoren sollte man zurück an die Schulbank schicken. Sie scheinen das Problem physiologisch überhaupt nicht zu begreifen. Hat überhaupt jemand die Sache kapiert? Ja. Einige Haftpflichtversicherungen, zum Beispiel die Allianz, und patientengeschädigten Verbände haben positiv reagiert.